Okay, also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe jetzt schon seit Oktober letzten Jahres, da habe ich mich beschlossen, ey, ich würde gerne mal mein Badezimmer renovieren, weil ich habe so überlegt, eigentlich will ich auch noch länger in meiner jetzigen Wohnung wohnen bleiben. Also mein jetziges Badezimmer war tapeziert, so mit alter Raufaser. Und die hat dann angefangen zu gammeln, also schon länger. Also mein Ziel war es eigentlich, das selbst alles zu machen. Damals wusste ich aber noch nicht, was das bedeutet. Und das sieht dann nach wie vor seit Oktober letzten Jahres so aus. Die Tapete, ich würde schätzen, die Tapete sind ja Möchten Sie 30 die Jahre komplette Vorgeschichte dazu hören? vielleicht auch länger. Schauen Sie doch mal in die Infobox. Und dann ging immer so ein Hin und Her. Hab ich geschrieben, ey Leute, ich brauche Hilfe. Und haben gesagt, ja, wir haben ja mit unserem Maler gesprochen, Sie müssen da das und das machen. Und habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht. Und haben die gesagt, ja, doch, das schaffen Sie schon. hier, wir stellen Ihnen mal nächsten Tag, wir stellen Ihnen morgen einfach mal ein paar Säcke Spachtelmasse vor die Tür. Da war ich dann erstmal so schockiert, dass ich erstmal einen Monat nichts mehr gemacht habe oder 2 Monate. In der Zeit habe ich natürlich auch ganz viel überlegt, will ich überhaupt in der Wohnung weiterleben? Möchte ich mir einfach eine neue Wohnung holen? Im Endeffekt habe ich dann einfach die Säcke Spachtelmasse, irgendwann habe ich gesagt, nee, die stehen jetzt hier nicht länger in meiner Wohnung rum, habe ich die auf den Dachboden geräumt. So, aber ungefähr zum selben Zeitpunkt, als ich die neue Wohnung, also letzte Woche, bekommen habe, hat der Vermieter sich nochmal gemeldet mit einer E-Mail und gesagt, sorry für die Verspätung. Wir würden da gerne jemanden, einen Sachverständigen vorbeischicken, der sich die ganze Sache ansieht. Also es hat sich ernsthaft in der E-Mail auf jeden Fall so angehört, als würden die jetzt jemanden vorbeischicken, der sich um die Sache kümmert. Hat natürlich auch ein bisschen Kopfkino geschoben, so, oh fuck, hoffentlich pissen wir den jetzt nicht noch ans Bein und ich muss irgendwie, die wollen dann irgendwie, dass ich das mache und dass das mein Schaden ist und dann müsste ich zum Anwalt und alles. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Anwalt, ne? Ich würde es gerne ohne Anwalt machen. Ich bin halt rechtsschutzversichert, auch mit dem Thema Miete und so. Aber ich bin eigentlich niemand, ich habe keinen Bock auf Anwalt, das ist mir zu stressig. Ich will einfach, dass die jetzt ihr Maul halten und mich da rauslassen und mir meine Kackkaution wiedergeben. So, das ist mein Ziel. Und ich habe jetzt da zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekündigt gehabt. Weil ich jetzt nicht wusste, kommt da jetzt einfach ein Handwerker, kommt da jetzt einer von der Wohnungsverwaltung, habe ich meine Wohnung auf Vordermann gebracht. Weil ich muss ja gut dastehen und ich möchte stressfrei ausziehen. Und habe auch gesagt, ey, ich mache auch meinen Rasen jetzt. So. Weil ich habe den Rasen ja letztes Jahr angelegt und ich bin nach wie vor sehr stolz auf diesen Rasen. Das Einzige, wo ich ein bisschen traurig werde, wenn ich diese Wohnung zurücklasse, wenn ich daran denke, ist tatsächlich mein kleines Gartenstück mit dem Rasen. So, und deswegen gibt es jetzt nochmal gleichzeitig ein Gartenupdate. Hier seht ihr das Ergebnis. Ich bin übertrieben stolz auf dieses Gartenstück. Und dann habe ich den gemäht. Und das ist das Ergebnis. Nein, meine neue Wohnung hat keinen Garten. Meine neue Wohnung ist Dachgeschoss. Keine Sorge, ich habe schon etliche Konzepte für Hitze im Sommer. Aber den ersten Sommer werde ich jetzt erst einmal gucken, wie heiß es wird, bevor ich eins dieser Konzepte umsetze. Also ich werde diesen Sommer ja einziehen, 1. Juni, und dann erst ein Sommer mit der Wohnung direkt mit dem Sommer leben und dann für nächstes Jahr entscheiden, was ich mache. So, ja, jetzt aber zu dem eigentlichen Termin. Ich hatte eher gehofft, dass die jemanden von der Verwaltung vorbeischicken, mit dem ich dann direkt auch so über den Auszug sprechen kann und sowas. Naja, die haben dann halt ihren Maler vorbeigeschickt. Und es war dann so, dass ich diesen Maler in meine Wohnung gelassen habe, wir zum Badezimmer gegangen sind. Und dann habe ich halt einfach so gesagt, das ist halt der Zustand jetzt. Ich bin da jetzt aber auch ganz ehrlich, ich habe die Wohnung, ich kündige jetzt gerade diese Wohnung, ich habe eine neue Wohnung zum 1.6. Mein einziges Ziel ist es jetzt einfach nur noch möglichst stressfrei hier aus der Wohnung rauszukommen, habe ich ihm gesagt. Der war halt super gechillt, ne? So, und dann meinte er, ach so, ja, okay. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt hier vorbeikomme, um dir noch ein paar Tipps zu geben. Also wir haben uns dann irgendwann geduzt, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, Tipps?
Also ich habe jetzt hier wirklich seit letzten Oktober habe ich hier irgendwie mit dem Vermieter hin und her geschrieben. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht und ich werde das nicht machen und ich brauche hier keine Tipps. So, ne? Ist halt irgendwie, ist ein Mietmangel, ist nicht meine Aufgabe. Das muss halt vom Vermieter gemacht werden. So. Das Ding ist halt, er hat das auch direkt eingesehen. Ne? Dann ja, hat er sich das alles angeguckt. Ich habe nochmal erklärt, ja, hier ist halt die Tapete fast von alleine abgefallen. Da war Schimmel unter und so. Hat er sich nochmal die Wände angesehen und gesagt, ja, jetzt ist aber ja alles trocken. Meine ich, ja, no shit, jetzt ist alles trocken, weil ich diese Dreckstapete abgenommen habe. Habe ich gedacht, habe ich natürlich nicht so gesagt. Ich war immer nett. Ich war wirklich sehr nett. Also ich war wirklich sehr nett. Hat sie auch nochmal die Badewanne angesehen und hat gesagt, ja, die Badewanne sieht da auch echt schon abgenutzt aus und ist auch nicht mehr so geil. Habe ich auch gesagt, ja, no shit, ich versuche hier seit 5 Jahren eine neue Badewanne zu bekommen. Der Vermieter hat mir übrigens vor 3 Jahren schon mal zugesagt, dass ich eine neue Badewanne bekomme und sich dann nie wieder gemeldet. Diese Drecksbadewanne ist total abgenutzt und überall ist der Rost dran. Habe ich nicht so gesagt, aber meine ich so, also habe ich dann nett gesagt. Ne? Ich war immer nett, ich war wirklich sehr nett. Also ich war wirklich sehr nett. Dann sind wir in die Küche gegangen und dann ist ihm aufgefallen, dass ich übrigens einen Wasserschaden an der Decke habe. Hat er gesehen, oh, das ist ja ein Wasserschaden, das ist ja auch nicht so geil. Meine ich ja, no shit, diese Wohnung fällt auseinander, was soll ich hier machen? Was meinst du, warum ich hier ausziehe aus dieser Kacke? Habe ich nicht so gesagt, aber meine ich so, also habe ich dann nett gesagt, ne? Ich war immer nett, ich war wirklich sehr nett. Also ich war wirklich sehr nett. So, und dann hat er das auch nochmal so, ja, ist ja gut, dass ich das jetzt auch noch sehe, ja, das sieht nach einem richtigen Wasserschaden aus. So, ich war aber sehr nett, ich war sehr sachlich, ich habe das alles beschrieben. Er meinte dann auch so, ja, aber hier wurde dir doch auch irgendwie eine Spachtelmasse vor die Tür gestellt und so. Meine ich, ja, ich bin aber kein Handwerker. Ich kann auch nicht hier das Badezimmer machen und nachher werde ich dann irgendwie noch dafür zur Kasse gebeten, wenn ich das falsch mache und hier war ja schon Schimmel. Hat er auch so direkt verstanden und meinte so, ja, aber du hast ja auch gar kein Werkzeug und so, ne? Meinte ich, no shit, natürlich habe ich kein Werkzeug. Woher soll ich das herbekommen? Außerdem sind die Baumärkte zu. Scheiß Corona, was soll ich machen bei der Kacke? So habe ich natürlich so nicht gesagt, aber halt nett, ne? Ich war wirklich sehr nett. Ich, keine Ahnung, was bei dem Vermieter los ist, ne? Keine Ahnung, wie ernst er das meint oder ob der mich einfach nur trollt. Ich habe keine Ahnung, Chat. Auf jeden Fall war dann irgendwann der Handwerker wieder weg. Und ich habe ein bisschen Panik bekommen. Weil ich nicht nur umziehe, sondern weil ich auch gemerkt habe, okay, jetzt kannst du das nicht einfach mehr ignorieren, das Problem mit dem Badezimmer. Oder es kann sein, dass es deswegen jetzt Stress gibt. So. Weil ich gedacht, fuck, ich habe überhaupt keinen Bock auf Stress. Erstmal habe ich dann gesagt, okay, ich kündige jetzt die Wohnung. Ich mache jetzt den Brief fertig. Das heißt, ich habe meine Wohnung jetzt gekündigt, aber dann hatte ich abends weil ich war schon völlig fertig, ne? Also weil der ganze Tag war irgendwie Stress schon, irgendwie das machen und das machen und das machen. Vielleicht sollte ich nochmal meinen Mietvertrag lesen. Und dann lese ich so meinen Mietvertrag. Aber dann habe ich den Paragraphen zur Kündigungsfrist gelesen, dass sich die Kündigungsfrist erhöht von 3 Monaten auf 6 Monate, wenn ich bereits 5 Jahre in dieser Wohnung gewohnt habe. Und auf 9 Monate, 8 Jahre in dieser Wohnung gewohnt habe. So meine ganze Welt zerbricht so innerhalb eines Frames. Ich rufe so meine Mutter an. Ich lese ihr das nochmal vor. Und meine Mutter so, Sohn, bist du eigentlich völlig dumm? Bist du eigentlich völlig dumm? Du hast es vorgelesen, vermieterseitig. Das ist, damit der Mieter geschützt ist nach 5 Jahren und nach 8 Jahren, du Vollidiot. Und ich so, pff, fuck. Kennt ihr das Gefühl, wenn man denkt, man hätte sein Portemonnaie oder sein Handy oder seinen Schlüssel verloren und irgendwann greift man in von seinem Hoodie, so in die Innentasche und merkt so, ah, da ist mein Schlüssel. Und durch dieses Gefühl habe ich so gedacht, okay, das ist ja trotzdem viel besser, als wenn ich 9 Monate Miete weiter bezahlen muss. Obwohl ich niemals hätte 9 Monate Miete zahlen müssen. So, meine Mutter hat mich dann auch noch ein bisschen beruhigt. Ey, Sohn, jetzt halt mal dein Maul. Was soll dann passieren? Du hast jetzt freu dich jetzt auf die neue Wohnung gefälligst. Freu dich jetzt auf die neue Wohnung. Dann plane ich jetzt meinen Umzug. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an, Chat.
Ich muss noch mit dem aktuellen Mieter meiner neuen Wohnung, muss ich mich treffen. Ich übernehme die Küche von dem alten Mieter. Ich werde seinen Wandschrank übernehmen. Der hat so einen gigantischen, eingepassten, begehbaren Wandschrank in die Wohnung bauen lassen. Und ich werde mich auch noch ein paar Sachen trennen. So, Chat, wie ihr vielleicht im Titel gelesen habt, habe ich jetzt offiziell meinen neuen Mietvertrag für eine neue Wohnung hier in Hamburg. Oh, Halleluja, ey. Also wir haben den Mietvertrag tatsächlich nicht bei der neuen Wohnung unterschrieben, sondern in dem Büro von der Wohnungsverwaltung. Und ich muss sagen, was richtig geil ist, die Wohnungsverwaltung besteht aus einem Ehepaar. Das heißt, immer wenn ich jetzt Probleme habe, dann wende ich mich einfach direkt an dieses eine Ehepaar und habe immer dieselben Leute, die da sitzen. Das finde ich mega gut. Wenn ich jetzt in meiner aktuellen Wohnung versuche, jemanden zu erreichen, weil ich ein Problem habe, dann ist es immer so wie Callcenter. Dann habe ich immer jemand anders da sitzen. Das ist irgendwie so eine riesige Verwaltung. Und jetzt habe ich einfach eine feste Ansprechperson. Und das macht mich mega happy. So, und dann war ich gestern da. Und dann war der Herr, ne, also der Herr von dem Ehepaar, der Mann, war da. Und wir sind den Mietvertrag noch mal kurz durchgegangen. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt, er hat noch ein paar Fragen gestellt. So. Und dann ist etwas am Ende passiert, was den Kontext von einer Situation, die vorher passiert ist. Also mir war... Ich erkläre es einfach mal. Also, als ich euch erzählt habe, dass... Also von der Wohnungsbesichtigung erzählt habe. Und zwar bin ich da ja reingegangen in die Wohnung. Da war auch dieser Mann von der Verwaltung war da, aber auch der Vormieter. So, und dann bin ich ja so reingegangen in die Wohnung, als ich dran war. Und dann habe ich den Vormieter ja auch gesehen und habe den so gegrüßt und habe so gesagt, Niklas, ich bin Niklas oder so, habe ich gesagt. Einmal mich so quasi kurz so ganz schnell vorgestellt, ne? Und dann habe ich ja gesagt, dass der gesagt hat, ah ja, Honor. Und dann war das total awkward. Ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich so verstanden habe. Und dann hat er irgendwie gesagt so, kennen wir uns? Also beide haben dann, glaube ich, so gedacht so, ja, ich raff gar nicht, was der will. Und jetzt war es so, dass ich den Mietvertrag unterschreiben war. Und ganz am Ende hat dann der Mann von der Wohnungsverwaltung gesagt, so, und jetzt gebe ich dir noch die Telefonnummer von dem Vormieter. Damit du dich bei dem melden kannst, habe ich alles mit ihm geklärt, damit ihr das mit der Küche und dem Einbauschrank klären könnt, weil die übernehme ich ja. Und da muss ich ja mich mit ihm einigen. Gibt er mir so sein Telefon mit der offenen Nummer, ne, legt das so vor mich hin, hier kannst einmal eintippen. Und dann lese ich so, und sein Name ist Honor. Der heißt einfach Honor. Das ist anscheinend ein Name, der so, ja, arabisch irgendwie ist, in die Richtung. So, und jetzt stellt euch nochmal das Gespräch vor. Also ich gehe das Gespräch jetzt nochmal durch mit dem Wissen, weil das war das Erste, was ich auch so im Kopf nochmal gemacht habe. So, ich komme in die Wohnung bei der Wohnungsbesichtigung. Türkischer Name, kann sein, ich kannte den Namen nicht. So, und das Gespräch war so. Ja, moin, du bist hier Niklas, ich bin Niklas, du bist der Vormieter. Hat er gesagt, yo, Honor. Und habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann hat er gesagt, kennen wir uns? Und habe ich gesagt, nee, ich kenne dich nicht, aber vielleicht kennst du mich. Und hat er gesagt, warte, von Robin? Weil ich gesagt, nö, aber vielleicht irgendwo anders her. Fuck, ey, das ist, also wie wahrscheinlich ist denn das bitte? Es ist einfach, ich bin gestern von St. Pauli wieder losgefahren und hatte einfach
in den Abend hinein einfach ein maximales Cringe-Gefühl den ganzen Tag. Das ging auch nicht mehr weg. Oh. Naja, aber es ist, wie es ist. Ich habe ihm dann direkt eine SMS geschickt. Er hat noch nicht geantwortet. Wahrscheinlich war es so, dass er die Nachricht gelesen hat und gesagt, warte mal, Niklas? Ah, der Vollidiot. Der Vollidiot mit dem seltsamen Gespräch. Nee, dem antworte ich nicht. Shit, ey. Naja. Ich werde Freitag nochmal versuchen, irgendwie anzurufen direkt. Hat er irgendwie direkt blockiert, ja. Ich kenne, und das meine ich völlig ernst, ich kenne vielleicht 3 Leute, bei denen ich sagen würde, die sind wirklich knallhart socially awkward. Die kannst du irgendwo mit hinnehmen und die bauen auf jeden Fall Scheiße. So. Niklas, Bonjour Niklas, hammergeiler Typ, aber der ist socially awkward. Wenn du den irgendwo mit hinnimmst, der wird auf jeden Fall irgendwas anstellen, wo du danach sagst, fuck, wieso, Alter, wieso? Fuck, ich habe schon mal erzählt, wenn man mit Niklas essen geht, dann dem fällt immer was ein. Dann frisst er den Brotkorb leer und fragt 3-mal nach Nachschlag, bevor das Essen da ist. Scheiße, er hat recht. Wir mögen alle gerne Brot, aber das kannst du doch nicht machen. So. Shit, er hat recht.